ist meine Problemschublade, ja. Und ich habe mittlerweile nur Außenlager, weil nicht alles in die Schublade reinpasst. Man tut sich da wirklich schwer. Das ist wie eine Sucht. Macht Zucker wirklich süchtig? Fest steht, wir finden ihn immer und überall. Mal ganz offen. Mal versteckt. Wahnsinn, 72,4 Gramm Zucker in einem Cappuccino-Pulver pro 100 Gramm. Der Kampf gegen versteckten Zucker ist mühsam. Wie viele Würfel Zucker sind im Fruchtjoghurt? Sieben Würfel Zucker im Fruchtjoghurt. Es fällt schwer, das immer zu vermeiden. Manchmal gelingt es nicht. Macht zu viel Zucker krank? Mediziner schlagen Alarm. Viele Menschen essen 10, 20, 30 Mal so viel Zucker, wie sie eigentlich sollten. In Böblingen sprechen Anja und Wolfgang Helferich häufig darüber, wie sie es schaffen, weniger Süßes zu essen. Vor allem für Anja ein Riesenproblem. Die gehen alle zum irgendeinem Hypnotiseur. Immer wieder hat sie es versucht, davon wegzukommen. Bislang ohne Erfolg. Ich glaube auch, das war der Knackpunkt. Das war dann wirklich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, halt mal, vielleicht hast du wirklich ein Problem mit Zucker. Wenn ich schon in dem Fall mit Kopfschmerzen reagiere, bloß weil ich mal nichts Süßes mehr esse. Da ist mir dann, glaube ich, zum ersten Mal richtig bewusst worden, dass das tatsächlich was ist, wo man vielleicht irgendwie dran arbeiten sollte. Und du warst auch relativ unausgeglichen, wo du keine Gummibärle gegessen hast oder sonst etwas. Sie hat es auch schon versucht, mal komplett wegzulassen. Und dann wird sie auf guter Hitsch richtig grantig. Unausstehlich. Ich glaube, selber merkt man das nicht. Das ist dann einfach, ja, die einzelne Situation, wo man dann vielleicht schneller mal aufbraust, wo man dann nicht ganz so entspannt reagiert wie normal. Ja. Aber selber ist einem das nicht bewusst. Oder keine Ahnung, das ist. Jetzt hat Anja Helferich eine neue Möglichkeit entdeckt, endlich vom Zucker wegzukommen. Welche, werden wir gleich sehen. Keine Ahnung. Tatsächlich geht es vielen so. Ladentheken wie diese hier verlocken uns dazu, viel mehr Süßes zu essen, als wir eigentlich sollten. Ein Frettchenparty? Ja. Okay. Ein Apfel? Nee. Cappuccino? Und wie viel Zucker essen Sie denn so am Tag? Ein Kaffee brauche ich ein bisschen Zucker, aber sonst brauche ich nicht viel Süßes. Aber ein bisschen süß muss schon sein. Doch, ich bin ein Süßer. Schau. Ich muss mich eher ein bisschen zurücknehmen, weil sonst ein bisschen hochkommt. Mein Hausarzt sagt, kein Zucker, kein Obst. Alles, was mit Fruchtzucker und aus normalem Zucker zu tun hat, sollte ich möglichst vermeiden. Aber es ist eben schwierig, jetzt zu sagen, man stellt ein Stückchen Kuchen und sagt, nein, ich esse das nicht, weil zu viel Zucker drin ist. Die süßen Verführungen hier stammen aus dieser Backstube auf der Schwäbischen Alb. Heiner Beck ist mit Herz und Seele Bäcker. Ohne Zucker geht bei ihm gar nichts. Ich arbeite einfach so. Dutzende von Kuchen, Torten oder süßem Gebäck werden hier Tag für Tag produziert. Dass Zucker unter Verdacht steht, weiß auch Heiner Beck. Ich muss ab und zu mal probieren, das ist ganz klar. Aber sonst ist für mich Zucker ein ganz normales Lebensmittel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann das bei mir in der Bäckerei und in der Konditorei gar nicht wegdenken. Zucker ist auch ein wichtiger Geschmacksträger und sorgt für die richtige Form. Außerdem, so Beck, ist doch jeder selbst dafür verantwortlich, was er isst. Wir sind dazu da, dass wir Lebensmittel machen. Und Lebensmittel, die muss schmecken.
Das wird heute in der Getränkeindustrie und in der Riegelindustrie, in der großen Industrie, da wird heute sehr viel Zucker eingesetzt. Wieso? Dass man die Sache auch haltbarer macht. Da braucht man Zucker wegen der Haltbarkeit. Bei Kuchen oder süßen Stückchen wissen wir, dass es ohne Zucker nicht geht. Doch was ist mit dem vielen versteckten Zucker, den wir tagtäglich konsumieren? Mit dieser Frage beschäftigen Sie sich an der Uniklinik in Tübingen. Professor Andreas Fritsche ist Diabetologe und forscht nicht nur darüber, wie Diabetes entsteht, sondern auch, wie wir möglichst lange gesund bleiben. Für eine seiner Studien nutzt er eine Schwangerschaftsvoruntersuchung. Bei diesem Test trinken die schwangeren Frauen ein großes Glas Zuckerwasser. In kleinen Schlückchen, weil das ist eben wirklich sehr süß. Bollensüß. Ja. Aber man wird schon sehen, jetzt in dem Test, dass der Zucker da ganz schön ansteigt. Also nach einer Stunde wird er schon etwas über 150 sein, was aber dann noch normal ist. Wir hoffen jetzt nicht, dass der über 180 geht. Dann wäre eben die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes gestellt. Den hohen Blutzucker, der sich bei der Schwangeren gleich einstellt, nutzt Fritsche jetzt für einen wissenschaftlichen Versuch. Er möchte wissen, ob sich die Reaktionszeiten im Gehirn eines ungeborenen Kindes verlangsamen, wenn viel Zucker im Blut ist. Die Tübinger Wissenschaftler haben einen schlimmen Verdacht. Diese Zeit, diese Latenz bis zur Reaktion des Gehirns, die hängt eng zusammen mit dem Stoffwechsel der Mutter. Je höher der Blutzucker der Mutter und je höher die Insulinspiegel der Mutter, umso langsamer reagiert das Kind. Das bedeutet, dass es dann im späteren Leben als Erwachsener eher zu Übergewicht und Diabetes neigt, weil es eben anders mit Nahrung und Energie umgeht. Und das ist eben auch die Hypothese, wie es dazu kommt, dass wir so einen sprunghaften Anstieg an Diabetes und Übergewicht haben, weil eben die ungeborenen Kinder schon mit dieser Überernährung und mit dieser zuckerhaltigen Umgebung in Kontakt kommen und sich darauf adaptieren und schon darauf programmiert werden, leider falsch programmiert werden, sodass so eine Übergewichtswelle und Diabeteswelle entstehen konnte in relativ kurzer Zeit. Eine falsche Programmierung durch zu viel Zucker? Wer trägt die Schuld? Warum sind schon ungeborene Kinder damit konfrontiert? Einer der Gründe: die Funktionsweise von Insulin. Wir alle brauchen Zucker als Energiequelle. Damit der Körper den Zucker aufnehmen kann, produziert die Bauchspeicheldrüse Insulin. Das Hormon ist für die Aufnahme von Zucker in unsere Zellen verantwortlich. Wenn man viel Zucker zu sich nimmt, produziert der Körper entsprechend viel Insulin. Dies kann zu einer Insulinresistenz der Zellen führen. Das heißt, die Zellen nehmen den Zucker nicht mehr auf. Die Folge? Der Blutzuckerspiegel ist dauerhaft hoch und es kommt zu Erkrankungen. Dieser Haushaltszucker, der vielen Lebensmitteln zugesetzt ist, der schießt ins Blut. Und das ist sehr viel ungünstiger. Da muss dann die Bauchspeicheldrüse sehr viel Insulin in Sekunden produzieren, um das 100-, 500-fache. Das schafft die auch noch, wenn man gesund ist, aber mit der Zeit schafft sie es eben nicht mehr und geht kaputt, um es einfach zu sagen. In der Schillerschule in Kornwestheim lernen sie von klein auf, wie gefährlich zu viel Zucker ist. Angela Schmandtkes Ziel: eine gesunde Schule. Erstaunlich ist einfach, dass ja von allem täglich konsumiert wird und davon nicht zu wenig. Und ich glaube, viele unterschätzen einfach die Menge, die sie da am Tag zu sich nehmen. Und ich glaube, dass einem auch nicht bewusst ist, dass einfach dieser Zucker drin ist, weil einfach natürlich mit vielen Vitaminen geworben wird oder tollen Inhaltsstoffen, die wichtig sind für die Kinder. Spielerisch möchte Schmandtke die Zweitklässler an das Thema heranführen. Dafür dürfen sie erst mal raten. Wie viel Würfelzucker sind denn in
was weiß ich, einem Früchteriegel oder einem Glas Orangensaft. Wie viele Stück Würfelzucker sind in diesem jeweiligen Produkt drin? Mitgebracht hat Schmandke nur, was die Kinder tagtäglich verspeisen. Sei es zu Hause, unterwegs oder auch als Schulvespa. Drei im Früchtejoghurt. Das Ziel der Unterrichtsstunde? Den Kindern klar machen, wie viel Zucker über den Tag zusammenkommt, wenn sie all die Fruchtjoghurt, Smoothies oder Muffins konsumieren. Schnell wird klar, die Menge an Zucker wird weit unterschätzt. Ein bisschen schwierig, sowas zwischendrin. Etwa bei harmlos wirkenden Fitnessgetränken. Pro Glas sind 5 Würfelzucker drin. Das ist gar kein Wasser. Die haben euch veräppelt. Das ist eine Süßigkeit eigentlich. Habe ich es vorher gesagt, bitte Abstand. Und der Smoothie? Ein Glas Saft hat 8 Würfelzucker. Auch vermeintlich gesunde Produkte. Aaron. Kleine Zuckerbomben. Fruchtjoghurt. Schau mal. Dann rechnet Schmandke mal die Zuckerwürfel eines ganz normalen Tages zusammen. Da machen wir mal einen dicken Strich drunter. Das wären 51 Würfelzucker am Tag. Es gibt Tage, da isst du nicht alles von denen, selbst wenn du nur die Hälfte isst davon am Tag, was schon realistisch ist, sind es 25 Würfelzucker. Wie viel wäre denn okay? Schätzt du, ist für ein Kind in deinem Alter so der normale Verbrauch? Leon, was würdest du sagen? 13 Würfelzucker. Die Auflösung, wie viel Würfelzucker du essen solltest, am Tag. Sind 6 Stück. Das heißt 25 Gramm am Tag. Wie die Kinder überschüssige Kalorien wieder loswerden können, steht später auf dem Plan. Jetzt haben sie erstmal Pause. Zurück zu den Helferichs nach Böblingen. Im Internet tauschte sich Anja Helferich eine Zeit lang mit anderen Frauen aus, die wie sie von ihrer süßen Sucht wegkommen wollten. In dem Moment, wo ich bewusst versuche, Zucker zu meiden, spielt der Zucker in meinem Alltag eigentlich schon fast eine noch zentralere Rolle. Weil man bei jedem Ding überlegt, ist da Zucker drin, ist da kein Zucker drin? Was darf ich dann überhaupt noch, was kann ich dann überhaupt noch? Dass man wirklich tagtäglich überlegt hat, ist da Zucker drin? Darf ich die Scheibe Brot essen, weil im Prinzip hat sie Stärke? Was esse ich jetzt anstelle? Also der Zucker hat irgendwo eine noch zentralere Rolle gespielt, wie er es ohnehin schon für mich tut. Und das will ich eigentlich nicht. Ich möchte irgendwie mit dem Thema ganz normal und entspannt leben können, wo ich sage, gut, ich esse gern sonntags einmal ein Stückchen Kuchen, vielleicht so in ferner Zukunft. Aber das war's dann auch. Den täglichen Gang zur Schublade würde sie gerne hinter sich lassen. Das ist meine Problemschublade, ja. Und ich habe mittlerweile nur Außenlager, weil nicht alles in die Schublade reinpasst. Das einfach wegzulassen? Ist schwierig, ist nicht ganz so einfach. Und was ich halt auch schon festgestellt habe, dass, wenn ich versuche, Süßes zu vermeiden, dass sich das dann irgendwie verlagert. Ich habe einen Abend dann gesagt, okay, dann esse ich halt Chips. Chips ist nicht süß, Chips ist salzig und habe irgendwann einmal dann auf die Packung geguckt und habe festgestellt, da ist genauso Zucker drin. Wo ich dann eigentlich verblüfft war, wo ich mir gedacht habe, was hat Zucker da drin verloren? Man tut sich da wirklich schwer, das ist wie Sucht. Wenn wir eben Zucker zu uns nehmen, dann werden bestimmte Hormone im Körper ausgeschüttet und die werden dann auch im Gehirn aufgenommen und wirken dort auf Zentren, die wir Belohnungszentren nennen. Das beforschen wir auch. Und wir können dann sehen, wenn man zuckerhaltige Sachen zu sich nimmt, hohe Insulinspiegel dann hat, reagieren diese Hirnzentren. Und das läuft eigentlich ab wie bei vielen anderen Belohnungsmechanismen auch. Und wenn man durch irgendetwas belohnt wird, dann möchte man das wieder haben. Und so kommt es, dass wir wahrscheinlich immer häufig gern Zucker zu uns nehmen. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber es ist sicher ein Mechanismus, wie es kommt, dass wir da immer mehr haben wollen. Jetzt möchte es Anja Helferich mit einer ganz neuen Methode versuchen. Gemeinsam mit ihrem Mann fährt sie zu einem Hypnosetherapeuten. Kann der sie von ihrer Zuckersucht befreien?
gehen die Menschen in anderen Ländern mit dem Problem Zucker um? Im englischen Colchester bereiten sie sich auf einen ganz besonderen Abend vor. Die Männer spielen in einer eigens für Übergewichtige gegründeten Fußballliga. Man v. Fat. Männer gegen Fett, so ihr Name. Vor jedem Spiel wird gemessen und gewogen. Das Besondere an dieser Fußballliga: wer abnimmt, verschafft seinem Team zusätzliche Punkte. Und die Jungs hier bringen ordentlich was auf die Waage. Es ist der Teamwork-Gedanke, der den Männern beim Abnehmen hilft. Und das scheint prima zu funktionieren. Alle Teams zusammen haben in dieser Saison schon 306 Kilo abgenommen. Ganz schön viel also. Hannah Bingham führt akribisch Buch darüber, wie viel Kilo jeder Spieler vor dem Spiel wiegt. Grün steht für verlorene Pfunde, rot für zugenommene. Ich habe 4-5 Kilo abgenommen. So langsam läuft's bei mir. Und klar, es macht sehr viel Spaß. Ich mach weiter, bis ich richtig dünn bin. 90.1. Die Männer spornen sich gegenseitig an, abzunehmen, tauschen sogar Rezepte untereinander aus. Und was essen sie so? Viel Salat, viele Suppen. Und ich denke ständig daran, was ich alles essen könnte, aber nicht darf. Ich bin immer auf Diät. Achte genau darauf, welche Portion ich zu mir nehme und pass auf, dass ich nicht den ganzen Tag rumnasche. Draußen auf dem Spielfeld geht es dann zur Sache. Gespielt wird einmal die Woche. Jedes Spiel dauert 30 Minuten. Allein in Colchester fighten 8 Teams mit rund 80 Männern um den Titel. Am Ende gewinnt der größte Loser. Das Team, das nicht nur gut gespielt, sondern auch am meisten abgenommen hat. Einer der härtesten Gegner: Zucker. Ich versuche ihn so weit wie möglich wegzulassen. Trinke nur zuckerfreie Getränke. Aber klar, das ist gar nicht so einfach. Als mir gesagt wurde, dass ich Diabetes habe, habe ich mir jede Packung genau angeschaut, wie viel Zucker drin ist. Ich war total überrascht, wie viel da drin steckt. In einer ganz gewöhnlichen Tomatensuppe super viel Zucker. Ich finde, es sollte alles getan werden, um den Leuten das klarzumachen, damit sie gesund bleiben. Selbst wenn das bedeutet, dass die Preise steigen. Dass etwas passieren muss gegen den Dickmacher Zucker, davon ist auch Hannah überzeugt. Die Sportstudentin arbeitet in ihrer Freizeit nicht nur mit schweren Fußballspielern, sondern auch mit Kindern, von denen in Großbritannien fast jedes dritte übergewichtig ist. Zum Glück, meint Hannah, beginnt mittlerweile ein Umdenken. So drucken immer mehr Unternehmen Hinweise auf ihre Verpackungen, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist. Je nachdem, wie viel Zucker, Salz oder Fett in einem Produkt steckt, leuchten die Farben grün, rot oder orange. Das ist das Ampelsystem. Die Regierung geht damit gegen das Problem mit dem Übergewicht vor. Für die Firmen ist das freiwillig und daher sieht man es nicht auf allen Verpackungen. Ich denke, da sollte noch mehr passieren, denn wenn vorne nichts steht, muss man das Kleingedruckte hinten nachlesen und ganz ehrlich, wer macht das schon? Und so kommen viele Firmen damit durch, ungesundes Essen zu verkaufen, indem sie nur auf der Rückseite ein paar Angaben machen und man vorne nichts sieht. Dabei wäre die Ampel eine gute Sache, dass wir alle gesünder essen. Colchester ist eine typische englische Kleinstadt. An jeder Ecke locken Fastfood-Läden. Es gibt wie überall ein massives Überangebot an Softdrinks und Süßem. Wer trägt Schuld an der Entwicklung? Die Verbraucher, die das ganze Zuckerzeug ja schließlich kaufen, oder die Lebensmittelindustrie? In Großbritannien kämpft eine große Allianz aus Medizinern, Gesundheitsorganisationen oder Starköchen wie Jamie Oliver dafür, dass der versteckte Zucker in unseren Lebensmitteln gesenkt wird.
Der Gesundheitsmediziner Graham McGregor ist einer der Wortführer dieser Bewegung. Selbst die Lebensmittelindustrie räumt ein, dass man Übergewicht bekämpfen muss. Dabei ist es ihr Fehler. Sie schütten uns mit all dem Müll voller Kalorien zu und dann sagen sie, hey, ihr habt die Wahl, ihr müsst das ja nicht essen. Gleichzeitig stecken sie Milliarden Dollar, Pfund oder Euro in großartige Werbekampagnen und zwingen uns so das Zeug wieder auf. Sie sind die Schuldigen und müssen endlich was tun. Sie sind die Schuldigen für so viele Todesfälle. Schlechte Ernährung mit zu viel Fett, Zucker und Salz ist die Todesursache Nummer 1 weltweit. Jahrelang verfolgte auch Henna die Diskussionen in ihrem Land, wie man den hohen Zuckerkonsum reduzieren könnte. Seit April 2018 gibt es eine Zuckersteuer. Zunächst nur auf Softdrinks. Damit sollen Firmen animiert werden, den Zuckergehalt in ihren Getränken zu senken. Denn durch die Steuer steigen die Preise und das hält viele Verbraucher davon ab, die Softdrinks zu kaufen. Auf diese Cola hier ist eine Steuer fällig, aber es gibt eine zuckerfreie Alternative. Es hat schon ganz gut gewirkt. Viele Getränkehersteller haben den Zuckergehalt in ihren Getränken massiv gesenkt. Viele populäre Getränke wurden so weit reduziert, dass sie erst gar keine Steuer bezahlen müssen. Und den Kunden ist oft gar nicht bewusst, dass sie jetzt viel weniger Zucker konsumieren. Effective in that sense. Und so funktioniert die Steuer. Enthält ein Getränk zwischen 5 und 8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter? Wird eine Steuer in Höhe von 18 Pence, umgerechnet 21 Cent pro Liter, fällig. Ab 8 Gramm Zucker steigt die Steuer auf 28 Pence, also 32 Cent pro Liter. Klar, dass das der Getränkeindustrie nicht gefällt. Die Gesundheitslobby hat sich entschieden, Zucker zu einem großen Thema zu machen. Wir glauben nicht, dass das besonders hilfreich ist, um gegen Übergewicht vorzugehen. Die Gründe dafür sind einfach vielfältig. Es hat viel mit der gesamten Ernährung, mit Sport, Bewegung und anderen Faktoren zu tun. Aber sie haben ihre Kampagne nur gegen den Zucker gerichtet und wollten damit punkten. Wenn du gesunde Lebensmittel verkaufst, leben deine Kunden länger und du verdienst mehr. Tote essen nicht. Und bei uns? In Berlin kümmert sich die Verbraucherschützerin Sophie Herr um Themen wie Zuckersteuer und Lebensmittelampel. Beides Dinge, über die zwar auch hier schon lange diskutiert wird, nur passiert ist bislang nichts. Dabei unterscheidet sich der Konsum von Zucker nicht grundlegend von dem in Großbritannien. Also 72,4 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Wahnsinn. 72,4 Gramm Zucker in einem Cappuccino-Pulver pro 100 Gramm. Das ist ein Fundstück. Ja, super. 17 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Also ich esse davon ja nicht so viel auf einmal, aber 17 Gramm, das ist eine Hausnummer für ein Salatdressing, von dem ich jetzt meine, mich zusammen mit einem Salat total gesund zu ernähren. Die Beispiele ließen sich beliebig verlängern. Es ist so leicht, sich mit viel zu viel Zucker zu ernähren. Und es ist so schwer zu sehen, wie viel Zucker denn tatsächlich überall drin ist. Oder es wird einem zumindest nicht leicht gemacht. Und genau deshalb braucht es eben Maßnahmen, um den Zucker besser erkennbar zu machen. Eine Lebensmittelampel wie in Großbritannien muss her. Nur gegen die wehrt sich die Lebensmittelindustrie seit Jahren. Und von der Politik gibt es keinerlei Druck. Die ganze Thematik wurde lange Zeit von der Lebensmittelindustrie sehr ausgesessen. Schlicht und ergreifend glaube ich deshalb, weil von der Politik keine Maßnahmen zu erwarten waren. Wenn ich mir sehr sicher bin, dass mir niemand wirklich an die Wäsche geht, tue ich nichts. Anstelle einer einheitlichen Ampel vermarkten einzelne Firmen oder auch Supermarktketten die Reduktion von Zucker lieber als Marketingaktion. Bei Rewe etwa reduzierten sie den Zuckergehalt eines Schokopuddings werbewirksam um 30%. Wie viel Zucker jedoch bei anderen Eigenprodukten eingespart wird, bleibt ein Geheimnis. Immerhin,
Es kommt Bewegung in den Markt. Einzelne Firmen preschen vor und drucken jetzt freiwillig eine eigene Lebensmittelampel auf ihre Produkte. Danone etwa, mit dem in Frankreich bereits geläufigen Nutri-Score. Wenn jetzt Unternehmen A mit einer Art und Weise der Kennzeichnung kommt, Unternehmen B bringt die nächste Kennzeichnung rein, Unternehmen C bringt die dritte rein, dann haben wir das Chaos am Kühlregal vorprogrammiert. Es wird niemand mehr verstehen, bei wem er jetzt welche Buchstaben oder Farben in welcher Art und Weise berücksichtigen soll. Sprich, wir wollen eine nationale, einheitliche Kennzeichnung haben. Was steckt drin in einem Lebensmittel? Der Nutri-Score wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Beim Nutri-Score werden günstige Nährwertelemente wie Gemüse, Obst oder Ballaststoffe mit eher ungünstigen Elementen wie gesättigten Fettsäuren oder Zucker verglichen und nach einem Punktesystem bewertet. Je nach Nährwertqualität ist ein Produkt für den täglichen oder nur für den gelegentlichen Verzehr geeignet. Eine Lebensmittelampel würde viel bringen. Wir machen mit unseren Diabetespatienten, die müssen ja wissen, was sie zu sich nehmen, machen wir Exkursionen in Lebensmittelläden und machen extra Kurse für die, dass die lernen, was sie da zu sich nehmen. Das können wir mit der Allgemeinbevölkerung gar nicht machen und es nützt auch nichts, das als Schulfach einzuführen. Es wäre viel einfacher, wenn wir eine Ampel hätten, wo jeder, auch bildungsferne Menschen, ganz einfach sehen, das ist ein geeignetes Lebensmittel oder nicht geeignetes Lebensmittel. Der richtige Weg ist eigentlich klar. Doch statt eine Lebensmittelampel einzuführen, gibt es jede Menge Konferenzen. Sophie Herr sitzt mit am Tisch, wenn es darum geht, wie Zucker, aber auch Salz und Fett wieder reduziert werden können. Und was macht die Politik? Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, stellt klar, mit ihr gibt es weder eine Ampel noch eine Zuckersteuer. Ich bin nicht die Geschmacksgouvernante der Nation. Und nein, ich habe auch nicht vor, Rezepte zusammenzustellen. Aber zwischen diesem Schwarz und Weiß gibt es eben etwas, dass es um die Optimierung auch geht. Und ich will auch deutlich sagen, weil ich das dann nachher sowieso von der Presse gefragt werde, warum ich nicht für Steuern für einzelne Rohstoffe sei. Weil ich nicht glaube, dass wir mit einem Dreh alles geändert kriegen. Die Bundesregierung setzt lieber auf freiwillige Maßnahmen der Lebensmittelindustrie. Bis 2025 sollen Nahrungsmittel deutlich weniger Kalorien in Form von Zucker, aber auch Fett enthalten als heute. Dafür werden die Rezepturen Stück für Stück verändert. Ob das klappt? Also wenn wir jetzt bei der Reduktionsstrategie sehen, dass die Wirtschaft das aussitzt, damit werden sie extrem schlecht beraten, weil dann kommt die Steuer. Da bin ich mir sehr sicher. Eine Zuckersteuer träfe auch ihn. Bäckermeister Heiner Beck von der Schwäbischen Alb. Wie denkt er darüber? Heute möchten wir uns immer mehr sagen, was wir zu tun haben in allen Bereichen. Und das finde ich einfach falsch, weil wir sind einfach nur mündige Bürger und können selber entscheiden. Aber der Staat kann nicht alles abnehmen für uns. Letztendlich, ich sage es mal so, man muss wieder Kuh durchs Dorf jagen und man muss wieder Schalü machen. Das ist, wenn wir keine anderen Probleme haben. Der Zucker ist bei ihm schon auf ein Mindestmaß reduziert, sagt Beck. Und ohne Zucker geht es nun mal nicht in einer Backstube. Ich brauche den im Grunde genommen, dass jetzt im Grunde genommen die Masse hier die Viskosität hat. Wenn ich jetzt einen Zuckerersatzstoff nehmen würde, wie Stevia oder sowas, dann würde ich das nie so hinbringen. Dann wäre das nachher süß, aber es wäre nachher ein Klumper. Deshalb ist der Zucker wichtig. Die ganze Diskussion nervt Beck gewaltig. Er fragt sich, was ist gewonnen, wenn Zucker reduziert wird und dafür mehr Fett- oder Zuckerersatzstoffe wie Stevia in ein Produkt kommen. Wir haben es schon mal mit Stevia probiert. Stevia hat ja, wenn man es als Konzentrat nimmt, bis zum 400-fache an Süßstoff wie Zucker. Aber die Produkte sind da nichts, die schmecken nicht.
Und unsere Philosophie ist die, es muss schmecken, aus der Region kommen. Und wenn es Bio ist, ist es super. Anders als die Großindustrie verwendet Beck natürliche Zutaten statt Aromen, etwa in seinem Zitronenkuchen. Ganz auf Zucker verzichten kann und will Bäcker Beck nicht. Anja Helferich und ihr Mann sind in Tübingen. Besuch beim Hypnosetherapeuten. Gut, also zunächst würde ich Sie bitten, mit mir ein bisschen darüber nachzudenken, was Sie brauchen, um in der Situation der Versuchung, die Versuchung durch die Schokolade meine ich, stark zu sein. Okay? Okay. Zu der Grevensdorf kommen immer wieder Menschen, die zwanghaft Süßes essen und davon wegkommen möchten. Ich werde mich auf ihre Seite setzen. Zunächst bespricht er mit ihr, wann und wo sie gerne Süßes isst. Dann versetzt er sie langsam in Trance. Und geben Sie mir einen leichten rechten Arm, den ich anhebe. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Hand von alleine nach oben schwebt. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Hand abgelegt ist auf einem unsichtbaren Regal. Genau. Und je mehr und je tiefer Sie in Trance gehen, um dieses Thema. Das Ziel der Sitzung? Anja Helferich soll den Moment, in dem sie etwas Süßes isst, mit einem Gefühl völliger Zufriedenheit verbinden, sodass sie ganz bewusst nur ein kleines Stückchen Schokolade holt und dann aufhört, Süßes zu essen. Einmal in Trance geht Revensdorf mit ihr den Weg zur Schokolade durch. Gehen Sie rüber zu der Schublade. Öffnen Sie und brechen genau ein Stück Schokolade ab. Oder eine Praline nehmen Sie mit und kehren zurück an die Sofaecke, um sie zu genießen. Und danach ist Schokolade und Praline vollkommen gleichgültig. Wie geht's Ihnen? Gut? Ja. Ruhig oder? Ich fühle mich ruhig. Ja. Leicht. Leicht. Mhm. Ja. Toll. Eine gute Stunde dauerte die Sitzung. Ob es sie hilft? Spannend war es allemal. Und Anja Helferich kann es kaum fassen, wie schnell sie in Trance gefallen ist. Ich hoffe, dass es was bringt und dass es mir hilft, von den ganzen Naschereien wegzukommen. Und dass ich auch in meinem Beruf, im Alltag, ja, dass es mir dann irgendwie nicht so viel ausmacht. Und dass sich dieser Heißhunger dann einfach auch nicht ständig einstellt. Das wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Mithilfe von Hypnose sein Essverhalten verändern? Professor Andreas Fritsche ist da skeptisch. Er setzt auf Ernährungsumstellung und viel Bewegung. Damit lässt sich sogar eine Diabetes verhindern. Ich habe Ihnen auch noch mal hier ein Bild, das ich erst kürzlich gemacht habe, mitgebracht. Wie das also dann sein kann, ja. Wenn da der Großzehen so ein Ulkus, nennt man das, ein Geschwür hat, wenn man das nicht behandelt, das ist dann oft die Amputation. Und heutzutage muss man eigentlich das schaffen, dass keiner mehr wegen Diabetes da eine Zehen- oder Vorfußamputation bekommt. Heinrich Mädel hat es geschafft, sein Diabetesrisiko deutlich zu reduzieren. Gut 13 Kilo hat er abgenommen. Und damit auch das gefährliche Leberfett verloren. Je mehr Fett in der Leber, etwa durch zu viel Zucker, desto höher das Risiko für eine Diabetes. Ausatmen und nicht atmen. Eine heimtückische Krankheit, an der allein in Deutschland schon mehr als 6 Millionen Menschen leiden. Tendenz steigend. Wenn man eine Fettleber hat, dann neigt man auch zum Beispiel mehr zu Herzinfarkten oder Gefäßerkrankungen. Und deswegen ist es günstig, diese Fettleber wieder wegzukriegen. Und da ist an allererster Stelle körperliche Bewegung und Ernährungsumstellung und viele Kalorien vermeiden und eben auch Zucker vermeiden.
Onkel, Vater, Tante von Heinrich Mädel erkrankten an Typ-2-Diabetes. Geht es so? Bei seiner Tante mussten gar Gliedmaßen amputiert werden. Heute ist sein Blutzucker wieder in Ordnung. Mädel läuft täglich viele Kilometer mit seinem Hund und achtet streng darauf, was er isst. Ich denke, einmal im Monat musste ich aufschreiben, was ich so gegessen habe, was ich zu mir genommen habe, auch Getränke. Aber natürlich, was ich getrunken habe, es war eigentlich mehr oder weniger nur noch Wasser. Wasser und Tee, ungesüßt, und Kaffee. Also keine Limo mehr, keine Cola mehr, kein Bier. Das Bier, die Ausnahme. Und das hat es natürlich mit hingebracht. Die Untersuchungsergebnisse von Heinrich Mädels Leber sind da. Sie sind ja auch mehrmals in die Röhre, sagt man so, ja, reingelegt worden. Und hier haben wir da Ergebnisse zu ihrer Leber. Sie hatten schon keine schwere Fettleber, aber schon eine Fettleber eben. Und das ist dann eben durch ihre Ernährungsumstellung und die körperliche Bewegung ist dann dieser Zacken hier weggegangen. Sie haben also einen völlig normalen Fettgehalt in der Leber, so um 1-2% jetzt. Ist ein toller Erfolg. Bei einem Patienten eben diese Blutzucker. Und dann bespricht Fritsche mit Mädel noch seinen weiteren Ernährungsplan. Was trinken Sie zum Beispiel jetzt außer ausnahmsweise mal ein Bier? Also normalerweise Wasser. Ja. Wasser und also nicht Süßes oder so gut wie nicht Süßes mehr. Alles Essen im Normalmaß sei kein Problem, so Fritsche. Übersüßte Fertigprodukte aber seien nun mal Genuss und keine Lebensmittel, die wir täglich konsumieren sollten. Gefährlich ist halt, wenn man jeden Tag eine Flasche von irgendeinem Fruchtsaft trinkt und solche Dinge regelmäßig. Zwischendrin ist alles mal erlaubt, aber das Gefährliche ist, wenn man das... Und beim Trinken von so einer Flasche Orangensaft gezuckert, das ist ganz schnell weggetrunken. Wenn Sie das in Orangen essen müssten, dann würden Sie 3 Stunden essen. So viel Orangen sind da drin. Und das ist das Gefährliche. Das ist eben eng gepackte Kalorien und viel Zucker in bisschen Flüssigkeit. Und wie viel Gramm Zucker am Tag empfiehlt er? Ob das jetzt 50 sein müssen oder 40 oder 60, da würde ich gar nicht so die Sache eng sehen. Aber Fakt ist, dass wir eben, wenn wir uns von Fertiggerichten ernähren, dass wir dann viel, viel zu viel zu uns nehmen. Und wenn wir ein paar Softdrinks trinken oder so eine Literflasche oder irgendwelche Fruchtsäfte trinken mit zugesetztem Zucker, dann sind wir da in kürzester Zeit über diesem Grenzwert drüber und das ist einfach zu viel. Are you ready? 3, 2, 1, and play! Where you go? Good, keep doing the difference. Runter mit den Kalorien. Das sagen sie sich auch in England. Aus den Erlösen der britischen Zuckersteuer sollen künftig solche Sportangebote an Schulen oder aber gesundes Essen in Schulkantinen finanziert werden. Die Arbeit, die wir hier machen, ist absolut nachhaltig. Denn damit schaffst du eine eigene Kultur, von klein auf Sport zu betreiben. Die Zuckersteuer ist wichtig, aber damit allein ändert sich noch keine Kultur. Eine neue Esskultur muss her, klar. Nur, was passiert, wenn statt Zucker immer mehr künstliche Süßstoffe eingesetzt werden? Genau das ist in Großbritannien mit der Einführung der Zuckersteuer passiert. Für uns ist klar, dass künstliche Süßstoffe nicht optimal sind. Aber als vorläufige Maßnahme, Zucker zu reduzieren, ist es okay. Wir wollen natürlich, dass die Süße als Ganzes abnimmt und sich die Menschen wieder an weniger gesüßte Getränke gewöhnen. Der Liga der fetten Männer werden die übergewichtigen Spieler so schnell nicht ausgehen. Die Zuckersteuer finden die meisten hier gut. Es muss etwas passieren, um die Menschen dazu zu bringen, wieder weniger Zucker zu essen. Und wenn die Zuckersteuer dazu führt, dass die Firmen Lebensmittel mit weniger Zucker produzieren, dann ist das eine tolle Sache. Für Henna steht fest: Lebensmittelampel und Zuckersteuer sind 2 zentrale Maßnahmen.
Aber es braucht mehr. Wir müssen Gesundes wie Gemüse oder Obst billiger machen. Wenn man da die Preise senken würde, wäre das ein großer Schritt hin zu einem gesünderen Lebensstil. Knapp 4 Wochen sind seit der ersten Hypnosesitzung von Anja Helferich vergangen. Und tatsächlich, es geht ihr besser. Ich denke, dass die Hypnose was im Kopf umlegt. Und dass ich mich dann schon bedeutend leichter tue, ohne Zucker zu leben. Das ist jetzt was, wo hoffentlich ein Schalter in meinem Kopf umlegt und wo mir dann irgendwo sagt, nee, ich brauch's eigentlich gar nicht mehr. Für Anja Helferich ein Riesenschritt. Raus aus der Zuckerfalle. Zurück nach Convestheim, in die Schillerschule. Auch Kantinen sind ein Politikum. Was kommt auf den Teller? Diese Frage ist ein ständiges Ringen mit dem Träger, meistens der Stadt, um Zuschüsse und um den richtigen Preis. Dabei müsste die Schule doch der Ort sein, um den Geschmack der Kinder in die richtige Richtung zu lenken. Ein Sterne-Restaurant ist es nicht, aber man kann durchaus das ganz gut essen, um so wenigstens die wichtigsten Nährstoffe zu bekommen. Und ich denke, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg, dass eben nicht mehr ständig diese Schokopudding, Milchschnitten, Müsli-Regel und so weiter geliefert werden, sondern dass es wirklich eher Richtung Obst geht oder auch mal ein Fruchtquark geht. Hallo. Hi. Wunderbar. Gucken wir mal, was heute dabei ist. Nimmst du auch? Ich nehme auch eine Kiste mit, genau. Dankeschön. Zurzeit läuft ein ganz besonderes Projekt. Einmal die Woche bekommt die Schule frisches Obst und Gemüse geliefert. Auch das ein Schritt in die richtige Richtung. Jede Klasse hat ihren eigenen Korb, aus dem sich die Kinder nach Belieben bedienen können. Wir dachten, dass der Korb die Woche voll bleibt, aber der ist eigentlich schon nach 2 Tagen leer gegessen. Also insofern reicht es eigentlich nicht. Wir bräuchten eigentlich alle 3 Tage so einen Korb und natürlich auch auf Dauer. Also das ist ganz klar. Jede Klasse stellt eben ihren Korb zur Verfügung und die Kinder sind so gierig auf dieses Obst und Gemüse, dass wir da mit Schnippeln kaum hinterherkommen. Während Angela Schmantke noch die Körbe bestückt, sind einige ihrer Schüler im benachbarten Schulgarten, sammeln Tomatensamen für die nächste Saison. In einer Umgebung, in der immer mehr Fertiggerichte und Fastfood auf dem Tisch landen, ist es nun mal wichtig, dass die Kinder ein Bewusstsein für echtes Essen entwickeln. Doch das allein ist keine Lösung. Vielmehr braucht es endlich eine klar erkennbare politische Strategie gegen den versteckten Zucker in unserem Essen. Die Lebensmittelampel ist längst überfällig. Und auch eine Zuckersteuer wie in England hilft, Ungesundes teurer und damit unattraktiver zu machen. Die Schüler in Convestheim haben Glück. Sie lernen schon mal, wie viel Sport sie treiben müssen, um überflüssige Zuckerkalorien wieder abzubauen. Was schätzt du, wie viele Runden musst du rennen für die Cola? 130. 100 Runden rennst du für die Cola. Für diesen Muffin müssen wir 50 Kniebeugen machen. 1, 2, 3, 4. Klar, Zucker kann uns auch Freude machen. Doch wir haben es übertrieben. Höchste Zeit, den Hebel wieder umzulegen.